So, Lutzgarte, jetzt zeig mir mal, wo ich hin soll. So, wieder da. Ich schlage vor, also wir haben jetzt offen meinen optionalen Weg und ich schlage vor, ich speichere jetzt hier richtig. So. So, hier können wir immer anfangen. Yay. Das ist besser als... Ich weiß gar nicht, wo der normale Save der letzte war. Denn ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Save-Set gemacht, weil ich ja den Emulator beendet habe, um nachzuschauen, wie dieses Scheißteil nochmal hieß. So, hier gibt es auf jeden Fall einen lustigen Bug. Komm, das machen wir. Das ziehen wir jetzt knallhart hierin durch. Ich weiß gar nicht, ob hier genug Platz dafür ist. Wie steuert man dieses Ding eigentlich nochmal? Was kann das denn alles? Naja. Hinbekommen habe ich es jetzt leider gerade nicht auf die Schnelle. Wir haben auf jeden Fall ein schönes Tauchmobil. Yay! Aber da sind auch böse Krokodillines. Oh weh. Und diese Krokodillines dürfen uns nicht allzu sehr zerfleddern. Finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt versuche ich ein wenig diesen Bug hinzubekommen. Denn der ist echt lustig. Ich glaube, man musste an einer Wand sein. An einer Wand und dann vom Gas runter und dann Gas geben irgendwie. Das hatte doch was mit der Rolle zu tun. Naja, wir sehen uns wieder, wenn ich es hinbekommen habe. Hey Leute, ja, ich habe es hinbekommen und wir fliegen. Wir fliegen völlig frei durch das Level. Das ist, wie ich finde, eine ziemlich lustige Angelegenheit. Hallo. Kann fliegen. Es ist ein bisschen schwer zu steuern. Es ist vermutlich schwerer als der normale Weg. Aber das ist uns egal, denn wir können fliegen. Und fliegen ist cool. Fliegen ist nun wirklich, also kein Mensch kann behaupten, dass Fliegen nicht mit zu den coolen Dingen auf diesem Planeten gehören würde. Das wäre eine ziemlich absurde Behauptung, wie ich finde. So, kann man da durch eigentlich jetzt durch die Klappe, weil wir fliegen können? Nein, es ist ja kein No-Collision oder so. Okay. Nehmen wir uns das Level mal fliegenderweise an. Das ist schöne Abwechslung, denn ich glaube, in keinem der alten Tomb Raider-Teile konnte man auch nur für ein paar Minuten lang fliegen. Ich glaube, hier bestünde wahrscheinlich ein Rätsel daraus, dieses Ding hier rüber zu bekommen. Aber das haben wir ja schon erledigt. Man tut es übrigens, indem man mit dem Ding gegen eine Wand fährt, an der Wasseroberfläche. Dann absteigt und während sie am Absteigen ist, einfach weiterfliegt. So, hier gibt es leider Strömungs. Gegen diese Strömungs kommt selbst unser unser Fluggerät nicht an. Es muss doch einen Weg zurückgeben. Bin gerade etwas verwirrt, wo wir eigentlich sind. Ich will da runter! Ah. Ja, die Steuerung beim Fliegen ist natürlich nicht so ausgereift, denn... Wenn man mal ehrlich ist, es war vermutlich nicht so geplant. Kann ich da rein? Nee, das ist diese Klappe wieder. Ging es hier um die Ecke weiter? Ah! Ah! Ich mag fliegen. Ich mag fliegen. Nee, hier ist... Was zur Hölle? Was? Nein, nicht auf mich schießen. Ich kann doch nichts für alles. Dieser Hebel dort. Kann ich runter? Von dem Gerät? Lara, lass mich absteigen. Absteigen ist jetzt natürlich umso brisanteres Thema. Dieser Hebel dort hat doch bestimmt irgendeine Funktion. Ja, eröffnet die Klappe. Hallo. Ich mag es, Klappen zu öffnen. Ist eins meiner liebsten Hobbys. Jetzt können wir übrigens nicht mehr fliegen. Jetzt sind wir wieder normal im Wasser. Aber auch nichts, was von Dauer sein wird. Hi. So, das da und dann so und dann aber so. Ja, ich fliege. Ich fliege. Ja, ja, ja. Sieht so absurd aus. Sieht einfach nur so absurd aus. Hallo. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Hi.
Es ist natürlich ein wenig, es fühlt sich ein bisschen Mindfuck-mäßig an, weil man einfach nicht sieht, wo man genau hinfliegt gerade. Allein diese Worte sollten eigentlich nicht in diesem Level Platz finden. Ach, da ist jetzt so ein Knopf. Was soll denn dieser Knopf da? Das habe ich noch nie probiert, ob man das Ding dann in der Luft parken darf. Aber ich möchte es auch nicht probieren, um ehrlich zu sein. Ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Diese Fliegiko. Wir parken es natürlich unter Wasser. Wir sind ja liebe Typleins. Ach, das geht gar nicht so einfach. Ich glaube, das geht gar nicht so einfach. Ach Mann. Wenn ich doch bloß wüsste, wo wir hin müssen. Wir müssen aufmalen diesen Knopf dort. Jetzt, Lara, mal nach unten. Danke. Jetzt steig mal ab. Puh. Okay, aufsteigen kann ich nicht mehr. Gut, dann werde ich laden und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe mich nun mal wieder hierhin begeben. Dieses Mal das Ding schon unter Wasser abgesetzt. Wir öffnen eine Unterwasserklappe. Das hört sich doch schon mal wie etwas Gutes an. Generell sind alle Klappen, die wir öffnen, etwas Gutes, außer unsere eigenen. So, hi. Was war denn das jetzt für eine Klappe? Wo ist die? Wo ist sie zu Hause? Auch Klappen brauchen ein Zuhause. Ich trete europaweit politisch für Häuser für Klappen ein. Ich trete dafür ein. Was trete ich ein? Das Gesicht von Peter Pan trete ich ein, damit Klappen ein Zuhause bekommen. Willkommen auf Tales Gaming. Oh ja, jetzt wird's Funny. Funny things are gonna happen. Aber noch nicht jetzt, denn jetzt ballern erstmal auf uns. Ich möchte gerne. Wo komme ich an Land? Ist das die erste Challenge? Na, la, la, la. Oh, dieses Ding zu steuern ist eine Qual. Und ich steuere es jetzt im normalen Modus. Das hat nichts mit dem Fliegen zu tun. Es ist trotzdem eine Qual. Genau, das ist wahrscheinlich das erste Rätsel. Wie komme ich an Land? Na, ich würde sagen, wir werden uns diesem Rätsel gar nicht erst stellen, sondern werden das einfach ganz plump machen. Gar nicht, offenbar. Was soll das denn? Ich wollte doch nur an Land, meine Freunde. Ich will doch nur an Land. Irgendwo hier geht das bestimmt. Man kann auch bestimmt irgendwie sowas Breitköpfiges machen. Wie hier. Drauf zu springen, das tut weh, Junge. Junge, das tut weh, merkt das doch. Hier drauf zu springen und dann rückwärts, oder? Ah, man steht. Man steht. Das hat wehgetan. Ich weiß aber, dass hier eine Waffe zu finden war, die wir nicht so einfach ignorieren sollten. Denn, ja genau, wir haben das Harpunengewehr. Yay. Das ist ungefähr die nutzloseste Waffe im Spiel. Abgesehen natürlich von den Bereichen, für die es gemacht worden ist. Sprich, Unterwasserbereiche. Ein schöner Schlüssel wartet auf uns. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Bereich hier spielt. Wir werden ihn de facto gleich durchfliegen. So habe ich ja einen schönen Mix aus. Teilweise hat er das Level so gemacht, wie die Entwickler es wollten. Und teilweise hat er irgendwas gemacht und es hat funktioniert. So, wo ist das Gerät? Wo ist es? Spielzeit ist nicht das Einzige, was wir gerade strecken. Wo ist das Gerät? Wir strecken auch krass, alter Junge, yay. Alter Junge, yay. Wer redet denn so? Es gibt bestimmt Leute. Ja, dieser Marco zum Beispiel. Ich habe übrigens keine Ahnung, was passiert, wenn man so speichert. Will ich es herausfinden? Ich weiß es nicht.
Irgendwo hier gab es auf jeden Fall eine lustige Luke, durch die man musste, und dann ging es weiter. Ging es weiter. La, la. Alarm, Alarm. Verrückte Frau durchbricht Gesetze der Physik. Alarm, Alarm. So würde ich auch reagieren. Nein, ich würde einfach sagen, sag mal, Lara, spinnst du? Kannst du doch nicht machen. Kann man nicht machen. Gesetze der Physik brechen kann man generell nicht machen. Was hier? Ist das hier vielleicht der Ort, wo ich suche? Der Ort, wo ich suche. Ich suche dieser Ort. Dieser eine. Hier kann ich gar nicht mehr fliegen. Oh, nee. Obwohl, doch kann ich. Ja, ich weiß es, Kamera. Ich weiß, dass du die Macht hast. Könntest du mich jetzt bitte Dinge sehen lassen? Das können nur Drogen. Hier ging es nicht lang. Ich werde jetzt für den breitköpfig, für den Fall, dass ich sterben sollte, einfach meine Luft lieber speichern. Besser eine Luft speichern als nirgendwo. Speichern! Ja. So, Lutzgarte. Jetzt zeig ich mir mal, wo ich hin soll. Hier ist nichts, hier ist nichts. Es war irgendeine Klappe, ich kann mich dran erinnern. Es war nicht meine. Den Witz habe ich eben schon gebracht. Haha, der ist voll unlustig. Da unten vielleicht war es doch tiefer, als ich dachte. Auch ein Satz, den man im echten Leben eher selten sagt. Ich suche hier mal ein bisschen die Gegend ab und wir sehen uns gleich wieder. Hallo Festplatte. Was? Nein. Hallo Leute. Schöne Begrüßung. Ihr seid jetzt meine Festplatte. Nein, ich denke, dieser Gang hier könnte uns weiterführen. Ich bin mir nicht... Och Mann, ich habe die Steuerung auf den Analogstick gestellt, aber es ist natürlich dämlich. Krokodil nervnet, nervnet, Krokodil nervnet, nervnet. Krokodil nervnet, nervnet, Krokodil nervnet. Ich werde diesen einen Run mal versuchen und wenn das nicht funktioniert... Ja, da ist natürlich, natürlich. Da ist ein Hebel. Ich denke mal, den müssen wir drücken, das recht offensichtlich. Och nee, es riecht offensichtlich was? Nein. Mein Leben, mein Leben, meine Freunde, mein Leben. Mein Leben. Ja, es ist schön, dass sich diese Tür geöffnet hat. Könnte sie es auch außerhalb einer 5-stündigen Cutscene tun? Ja, wir haben leichte Probleme mit dem Leben, muss ich feststellen. Leichte Probleme, wir haben keins mehr. Okay, ich habe jetzt noch eine Chance, das hier zu überleben. Eine Chance. Das könnte sogar klappen, oder? Nee, es ist zu spät, um damit das... Oh, es hat geklappt! Oh Gott! Wie es halt geklappt hat. Ja, ich habe jetzt dadurch überlebt, dass ich in den Flugmodus gewechselt bin. Im Flugmodus verliert man natürlich keine Luft und daher auch kein Leben. Das ist ein ziemlich buggiges Spiel, wenn man mal so drüber nachdenkt. Naja, im Flugmodus können mir offenbar auch die Krokodile nichts anhaben. Wo war denn... Wo könnte denn... Wo ist denn... Wir haben eine Tür geöffnet. Wo könnte diese Tür sich befinden? Hallo Krokodil, nerv nicht rum. Ich fahre einfach mal hier weiter. Wie gesagt, sobald ich sterbe, werde ich es für diese Folge auch sein lassen und wir sehen uns dann in der nächsten. Ach, da ist die Tür. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. So, jetzt werden wir natürlich, sobald wir absteigen, es kann niemand mir vorwerfen, dass das hier nichts gekostet hätte. Sobald wir absteigen, werden wir jetzt natürlich direkt wieder normal Leben verlieren. Und wir sind tot. Oh, einen Versuch machen wir noch. So, wieder zurück. Was?
Hallo, Aufnahme. Ich finde 17 ist eine schöne Zahl, 17 FPS aber nicht. Egal. So, wieder zurück an besagter Stelle. Besagter, gefragter Stelle. Mein Fehler war eben gewisserweise, dass ich völlig grundlos im Schwimmen-Modus hier runtergefahren bin. Ich kann doch auch einfach fliegen und unter Wasser fliegen. Manche bezeichnen es als Schwimmen, andere wissen es besser. Ich bin einer dieser Besserwisser-Typen. Generell eigentlich ziemlich häufig. So, wo war das jetzt? Wo war jetzt dieser Hebel? Links, ne? Ich glaube, wir sind links rein. Nee, wir sind rechts rein. Wir sind direkt rechts rein. Nee, links. Entschuldigung. Immer Schwachsinn. Wir sind links rein. Und dann sind wir auf diesen Hebel gestoßen. Ziemlich schnell sogar. Hallo Krokodil, du nervst. Ah ne, hier ist ein Speicherkristall. Hallo Speicherkristall, leider kann ich dich gerade nicht aufsammeln. Ich werde ihn hier liegen lassen. Als Trinkgeld dafür, dass ich den Bug nutzen durfte. Rechts rein. Oder war es unten rechts rein? Ich bin echt ein verwirrter kleiner Mensch. Wieso bin ich eigentlich ein kleiner Mensch plötzlich? Ach, da. Da ist der Hebel. So, jetzt ist das der Moment, wo du absteigst, Lara. Dankeschön. Damit ich diesen Hebel drücken kann. Okay, steig halt wieder auf das Gefährt. Jetzt steig doch ab. Nein! Wie alle nach mir prügeln. Wie halt immer alle nach mir prügeln, natürlich. Es ist aber auch keine Option, die jetzt zu bekämpfen, weil ich nur 42 Harpunen habe. Die sind schneller weg, als man glaubt, denke ich. Ist es denn so schwer? Ich habe 20 kleine Medipacks. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist es denn so schwer? So, jetzt nicht von dem Dino zerfleischt werden. Dino? Ich sag dauernd zum Krokodino Dino. Was? Nein, zum Krokodil Dino. Egal. Wir waren jetzt rechts. Jetzt sollten wir nach oben und wieder rechts, glaube ich. Nee, das ist falsch. Wir waren zwar rechts, aber wir müssen nach... Vielleicht einfach nur nach oben? Oder nach oben und wieder links? Fakt ist, wir brauchen Luft. So viel kann man schon behaupten. So viel ist sicher. Runter da. Leise sein. Leise sein? Ja, kommt, Leute, wir müssen leise sein, sonst verlieren wir Luft. Och ja. Jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Willkommen zurück an besagter Stelle. Bin Superman. Tada! So, dieses Mal schaffen wir es aber. Vielleicht hätten wir uns das Krokodil doch vom Hals halten sollen. Dieses Mal werde ich nur da durchfliegen. Was wäre die Alternative? Ich meine, ich glaube, ich könnte auch dauernd zurückfahren, aber es ist ja sinnlos, wenn man fliegen kann. Wieso haben diese Dinger hier eigentlich keine Sauerstofftanks angeschlossen? Das macht ja sowieso keinen Sinn, dieses Level. Was soll denn das? Hallo. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Dürfte ich bitte weg von dir? Ganz weit weg, ja. So, was war es jetzt? Ich glaube, das war links rein, ne? Links rein und... Nee, das war falsch. Es war doch rechts rein. Also rechts rein und dann nicht so stören lassen von den Störenfrieden, die den Frieden stören. Friedensstörerleins, lasst mich doch in Ruhe. Genau, das funktioniert jetzt aber auch nur, wenn Lara nicht mal wieder einen breiten Kopf mittendrin bekommt. Einfach absteigt, wie ich es hier sage. So, steigt ab. Ja, genau. Geh wieder an dieses Teil. Steig ab! Wisst ihr das? Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Steig doch ab! Was auch immer das jetzt wieder war. Ja, natürlich! Jetzt zerbeißt er mich während dieser wunderschönen Zwischensequenz.
eigens gerendert von der Göttin Sequentia. Die Schwester der Göttin Notizia, wohlgemerkt. So, jetzt... Oh, nach oben und nach rechts, oder? Nee, nochmal nach rechts. Nach oben und nach links war es tatsächlich sogar. Hier rein. Einfach mal mit ein bisschen mehr Speed hier durchheizen. Wir sind jetzt gewisserweise in derselben Situation wie eben. Yay. Zumindest was das Luft betrifft. So runter von diesem Ding. Man schwimmt sowieso schneller, als man damit fährt. Weil es sich einfach kaum steuern lässt. So. Ja. Wunderbare Zwischensequenzen werden weiterhin folgen, ich sag's euch. Ja, das sieht schön aus. Ich möchte jetzt. Aber diese Tür war in dem roten Raum. Okay. Mal sehen, ob ich es schaffe, wieder in den Zustand zu kommen, wo man ein bisschen, ganz kurz, ein kleines bisschen überleben kann. Betritt bitte das Fahrzeug. Ich komme hier an wie so ein Polizist, der gleich den Knüppel rausholt. Was? Das hört sich an wie ein Porno. Ich fahre gegen die Wand. Ich steige aus und steige doch nicht aus. Oh, danke. Das hört sich an wie der Text von irgendein Text von dieser komischen Hauptschule Band da. Ich fahre gegen die Wand. Ich steige aus und steige doch nicht aus. Macht genauso viel Sinn. Ja, genauso viel Sinn macht es auch. Und jetzt müssen wir den roten Raum wiederfinden. Im Rotlichtbezirk sicherlich. Da ist er ja. Da ist der ja. Sag mir bitte, dass ich... Wett? Okay, das ist doch nicht der rote Raum hier. Ich dachte, das wäre der Rotraum-Typ. Dingens, Bumsens. Oder ist das hier lang? Vielleicht? Könnte auch sein. Oh nein, ich glaube, hier lang ist was anderes. Geht's hier nicht sogar wieder raus? Ja, hier geht's sogar wieder raus. Yay. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir für diese Folge erstmal hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wie wir versuchen, den roten Raum zu finden. Bis dahin. Ciao. So Leute, das war der schöne Fliegetrick, den ich euch hier gezeigt habe. Ich mag diesen Trick. Ich liebe diesen Trick. Er ist einfach super. Schön abwechslungsreich, dieses Level. Man fliegt ja nicht so häufig. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!